Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist Freitag. Wir wünschen euch natürlich einen schönen Start ins Wochenende. Die Woche ist ja so gut wie geschafft. Und heute Abend 20 Uhr sind wir wieder live auf Twitch. Natürlich dann später auch mit True Farming. Schaltet also gerne ein, kommt vorbei und ja, lasst uns ein bisschen Spaß haben, schönen Abend verbringen. Ansonsten, Mo, was gibt's? Hi, grüß dich. Und zwar habe ich ein paar Fragen an dich. Okay, wenn es ein paar Fragen sind, dann möchte ich die gerne eher nicht im Regen. Achso, ja, ja. Warum regnet das eigentlich die ganze Zeit? Ist ja echt schlimm. Frag mich nicht. Mensch, eure Garage ist mal frei. Werkstatt so rum. Ja, wir haben viel zu tun. Ja, schön. Und zwar würden wir gerne ein bisschen was verkaufen und kaufen an Landgütern. Ja, da freuen wir uns sehr. Und würden dazu mal Preise einholen. Und zwar, was würdest du für 100.000 Gerste bezahlen? Ist natürlich tagespreisabhängig, ne? Achso, ja, ja, klar, aber... Ich kann dir natürlich sagen, was heute der Tagespreis ist. Du willst ja deinen Gewinn auch machen, ne? Das ist der Maximalpreis, ja. Hau mal raus. Problem ist halt mit Gerste, Gerste ist halt gerade richtig schön am runtercrashen, ne? Also und würdest du gar nicht ankaufen? Doch, doch, doch. Also ankaufen schon, aber nicht, dass du dich über den Preis wunderst. Also ich sag mal, Gerste ist wirklich das Gut, was am wenigsten wert ist auch. Nur mal so zur Info. Ja, hau einen Preis raus. Ja, warte. Für Weizen das gleiche auch nochmal. 100.000, 50, 100.000 Liter, 50.000. 50k. Und für Weizen? Auch 100k oder was? Auch 100k. Ihr habt aber 94.000 geliefert. Ja, aber wir haben die Silos voll und die Stadt, ne? Drängelt. Ja. Na, ist ja richtig. Warte. Oh, warte. Hunderttausend kann ich dir geben, 58.000. 58, okay. Also 108.000 für beides. Und 108.000, ja, ich kläre das nochmal mit dem Fritze ab und... Habt ihr sonst noch andere Güter, noch? Welche, die sich lohnen vielleicht? Das wären tatsächlich die einzigen beiden, die wir jetzt auch loswerden müssen. Und im Gegenzug müssen wir unsere Lagerbestände aber mit Saatgut, Dünger und Kalk... Also, ne, jetzt ist ja bald Winter und dann geht die... Das kann ich nur empfehlen, wenn ihr da auch mal ein bisschen Geld verdienen wollt, dann halt Hafer, Soja, Raps, ne? Ja, ja, okay. Schreibe ich mal mit auf. Was ist denn dein Verkaufspreis für Saatgut, Dünger, Kalk so irgendwie? Da wollen wir jetzt im Winter halt einkaufen und die Lager voll machen. Kann ich dir sagen? Können wir ja vielleicht auch ein bisschen... weißt du, um welche Mengen es sich handelt, so ungefähr? Also, ich glaube, Dünger, ich glaube, Fritze hat gesprochen davon, irgendwie jeweils irgendwie 100.000 raus und von den drei Gütern 100.000 rein. Okay. Und wieder einen Bestand haben. Da müssen wir natürlich gucken, ob wir das abdecken können, ne? Ist klar. Achso, ja, aber deswegen komme ich ja also wir sind, schon auf euch zu. Also, wir sind aktuell bei 85, also bei 850 Saatgut. Und Festdünger, ja? Genau, Festdünger und genau, ja. Bei Festdünger sind wir bei 1450. Allerdings weiß ich nicht, ob es davon nötig ist, 100.000 Liter abzugeben. Also zu bunkern, das ist halt Wahnsinn. Gerade Festdünger ist halt Wahnsinn. Ja, vielleicht hat das auch nur Fritzi einfach nur so gesagt. No? Was war da der Preis bei Dünger? 1400, was? 50. Ui. Und Kalk? Kalk liegt bei... Das müsste billiger sein. Ja, hier ist ein Fehler, glaube ich. Kalk sollte bei 250 liegen. Okay. Also wegen Kalk kommt man, wegen Kalkdünger und Saatgut kommen wir im Winter auf jeden Fall auf dich nochmal zu. Ja, so machen wir das. Kein okay. Problem. Wir bereiten Efeu und lagern ein. Okay. Na? Ja, perfekt. Und Mischfutter, aber das holen wir ja sowieso regelmäßig bei euch. Hm? Mhm. Da alles können wir klar. Uns auch mal irgendwie über Festpreis oder so. Vielleicht unterhalten, weil wir jetzt auch noch mal größer in Kühe investieren wollen. Wenn ich dir das mal so im Vertrauen sagen darf. Klar, können wir machen. Kein Problem. Können wir machen, natürlich.
Das ist kein Thema. Bei mich wurde das Okay. halt immer so, also wenn ihr da wirklich größere Mengen braucht, dann ist es wirklich wichtig, dass ihr uns da auch Bescheid sagt, weil natürlich Mischfutter enormen Absatz hat bei uns. Ja, Und da klar. geht es halt nur um Hunderttausender Bereich und da müssen wir halt einfach, also um da gescheit zu produzieren für alle, brauchen wir einfach, also, ne, das geht nicht Was ist denn ohne da gewisse Vorausplanung. am besten eure Vorlaufzeit? Also so eine Woche oder zwei vorher? Nee, wenn du jetzt sagst, ihr schafft euch jetzt Kühe an, ihr braucht regelmäßig größere Mengen, dann lassen wir natürlich durchlaufen die Produktion. Ne, aber das, ja. Also ich sehe immer zu, dass ich so tatsächlich, wenn ich die Tiere einmal füttern muss, immer so 80.000 noch im, da komme ich eine Woche mit hin oder so. Die 80.000 eine brauchen ja Woche. jeden. Ja. Ja, das ist okay, das ist aber machbar, ja. Also und das andere ist einfach nicht, rentiert sich einfach nicht. Das andere? Also du kannst ja bei Kühe auch noch mit Ach so, ja. Heu Nee, ist schon und klar, ist schon ne, klar. das Nee, Mischfutter ist da rentiert schon sich am einfach Scheißen. nicht. Nee, machen wir so, Mo. Okay, gut. Mahlzeit. Gell? Alles Hallo, klar. Hi. Guti. Goodie. Gut, bis später. Bis Tschüss. später, ciao. Hi, Jupp. Ja, tschüss. Oh, Wiedersehen. Bella? Hat er den schon wieder? Ja? Ich Schau hab mal keine bitte, wenn du Ahnung. den Anhänger leer hast, was am Mischfutter drin ist. Okay. Dünger und Saatgut. Ja. Bin dabei. So, gut, schauen wir gleich mal hier. Die haben auf jeden Fall genug. Das sieht ganz gut aus. Okay. So, gut. Upp, geh mal Kaffee trinken. Oh ja, gerne. Pink fluffy unicorns dancing on Ja? rainbows. Pink fluffy Hallo? unicorns. Mahlzeit, Friedrichs. Servus, Peter. Ich bräuchte mal eine Betankung. Du bräuchst eine Betankung? Ja. Ja. Okay. Dann Tankstelle vielleicht? Die kommt leider nicht zu meinem LKW, das ist das Problem. Ach so, du brauchst mobil? Was ist denn los? Wo, Peter? Ja. Wo bist du? Gegenüber von der Brauerei. Also quasi an der Einfahrt zur Brauerei. Du hast einen leeren Tank, oder? Ich glaube, da ist ein Leck drin. Peter, du bist liegen geblieben? Ja. Ach, ja, wir schicken LKW runter. Super, ich danke dir. Alles klar, tschüss. Tschö. Unfassbar. Dave? Gleich, Dave? Harald. Dave? Gleich. Ja? Was wolltest du nochmal? Saatgut, Dünger und? Mischfutter. Saatgut ist 78.997 Ja. Liter. Dünger 166.560 und Mischration 237.867. Passt, danke. So, weiter kommst du mit rein? Ja, bin dabei. So, also. Freunde, was gibt's? Kannst du die Tür wieder aufmachen? Die fällt immer zu beim Wind. Wenn du So. irgendeinen Kaffee willst, da vorne steht was. Nee, alles gut. Ich würde gerne zum Wesentlichen gleich kommen, um wenig Zeit zu verlieren. Gut, folgendes. Und zwar, ich habe ein Angebot bekommen für die Erschließung des Grundstückes. Also, dabei handelt es sich ausschließlich um die Erschließung, dass dieses Grundstück zu Bauland wird. Also, das Grundstück ist da drin noch nicht beinhaltet. Aha. Ja, jedenfalls hat der Bauhof da eine Rechnung gemacht, die ist ein bisschen umfangreicher, weil eine Bodenstabilisierung wegen Hanglage durchgeführt werden muss. Also das Aber Grundstück an sich wie ist viel? gerade, aber das ist ja dann der Hang und ein bisschen Felsen muss abgetragen werden. Wenn Naja, auf dem Böck, wie viel? und ansonsten muss da eine Straßenanbindung gemacht werden, das ist relativ intensiv. Die Telefonanschluss ist auch etwas, naja, also im Großen und Ganzen sind es halt Oh, mein Handy. Sorry, das ist nicht ich, das ist meins. Ja, hallo?
Ja. Okay, ich bin auf dem Weg. Bis dann, tschö. Leute, ich muss mal ganz dringend weg. Was, Bella, was ist los? Ich muss mal ganz dringend weg. Wir sehen uns gleich, ich komme nachher wieder. Tschö. Bella, es geht um unser Haus. Bella, unser Haus. Scheint wohl doch nicht so wichtig zu sein, das Haus. Was ist da lustig, bitte? Ja, lustig ist es nicht, das stimmt schön. 461.000. Ja, kleinen Moment. Wie ja, viel, Mann? Chef? Scheiße, ich frage, könnt ihr mal eure scheiß Telefon jetzt ausmachen? 461.000. Unglaublich. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich, meiner. Nur für die Erschließung. Okay. Naja, das ja, ist halt... Ja, hallo? Ja? Ja, mach nur weiter, Chef. Ich komme gleich wieder. Ja, jetzt können Sie. Aha. Okay. Ja, kein Problem. Okay, bin auf dem Weg. Chef, ich muss noch mal Brötchen, ich komm gleich wieder. Miguel? Sag mal, wollen die mich alle verarschen hier, oder was? Na, keine Ahnung. Ja? Hallo, Manus. Hallo. Haben Sie mich vergessen? Nein, ich bin auf dem Weg. Alles klar, bis gleich. Gut, tschüss. Peter. Ach, Peter, Jupp. Ja? Der Dings ist liegen geblieben. Wie? Der Peter ist liegen geblieben, muss betankt werden. Echt? Oh. Komm mit rein. Bin dabei. So. Sag mal, kannst du mir mal erzählen, wo die zwei Birnen jetzt hin sind? Ach, scheiße, kannst du am LKW mal noch das Licht ausmachen? Ja, natürlich. Alles, Chef. Mensch, ey. Komisch, dass man immer erst den Motor starten muss, bevor man das Licht ausmachen kann. Nee, war mir neu. Sag mal, was machen die denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum die Bella, wenn es gerade ich hab das gerade gesehen. Fahr mal links. Was? Ich will das jetzt wissen. Fahr links. Ich muss aber zur Bäckerei, ne? Oh, wer ist denn das? Ist das Harald? Sieht danach aus. Halt ein bisschen Abstand. Ja, ja. Hab ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich diesen LKW hier richtig liebe? Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich den LKW genauso doll liebe? Der ist so geil. Ich finde den auch Hammer, ey. Ich finde, das ist einer der absolut dermaßen geilomatischen. Ey, der biegt dort ein. Hä? Der biegt dort ein. Ich seh's nicht, ich hab die A-Säule vor der Nase. Mensch, scheiße, Achtung, dann geht da mal dein Kopf ein bisschen rüber. Kann ich nicht. Scheiße. Mit Nackenstarre. Wo soll ich denn jetzt hinfahren? Der LKW erkennt auch auf 100 Kilometern. Oh, das war so viel? Ja, mach Warnblinklicht an, dann gehen wir. Ja, obwohl, ja genau, fahr mal, oder? Ja, gut. Warte mal, der fährt hoch zur Kneipe. Komm, der fährt hoch zur Kneipe. Was will er denn an der Kneipe? Was will er denn jetzt um halb vier Bier trinken? Ja, wahrscheinlich keine Brötchen holen, ey. Der verarscht mich nur, der verarscht mich. Der schafft das sogar noch. Entschuldigung, ich war gerade noch mal so begeistert vom LKW. Das merkt man gar nicht. Ich stehe auf die alten Dinger hier. Ich glaube, einen Kratzer hat es nicht gegeben. Nee, nur beim anderen. Ja. Deswegen das schnell abhauen. Oh, Wahnsinn, wo der überall durchkommt. Ich fahr ein bisschen ins dichtere Gehör. Ohne Sitze. Ich sehe den Traktor. Echt? Da. Ja, da vorne. Ich bleib hier stehen, okay? Ja. Mal ein bisschen durch die Büsche. Was macht denn der? Weiß ich nicht. Oh. Hä? Das ist doch... Raimund? Nee. Das ist der Traktor von der Bella. Bella? Ja. Hä? Treffen die sich hier oder was? Sieht so aus. Ja, komm, lass mal näher rangehen. Ja. Was treffen die denn sich?
Ja, was weiß ich denn, ja, Mann? Ich will es doch selber genau wissen. Ja, Harald tut ja sonst auch hier immer gegen die Bella und alles. Treffen die sich oder was? Ja, keine Ahnung. Ja, warum? Der Harald, Harry ist sowieso momentan ein bisschen komisch. Selbst das ist mit Bella oder was? Selbst zu mir ist er komisch. Bella, da hat uns... Ja. Mal gesehen, hat uns Kinder, oder? Nee, ich glaube nicht. Ah. Können wir uns mal unterstellen ein bisschen? Ja, ne, klar, nicht, dass du noch nass wirst. Das ist vom Vorteil. Mhm. Ich reiß dir die Rübe runter. Bella, ist der, es ist, ach, ist der, ach, sind wir mal ehrlich, dieser ganze Zoff und hin und her und, ah, ich kann das so nicht mehr. Egal, ob wir das nur machen sollen oder nicht. Dauer gesehen ist das echt ein bisschen, Da hast du vollkommen recht. Und reden die? Ja. Bella, an sich, ne? Ich hab dich ja auch gerne. Der macht ja, ich hab dich auch sehr gerne. Neuen Phrasen. Was? Ich hab gerade gesagt, ihr habt dich übelst gerne. Hat sich so angehört. Deswegen, Bella, Esther, es ist so, jetzt mal Klartext, ne? Es ist so für mich nicht einfach, ja, mit dem Chef dann egal so Nerven zu machen. Hm. Und ich weiß auch, das ist für dich alles nicht einfach. Aber, ja, wollen wir es nicht vielleicht doch sagen, auch im Haus und so. Die Ratte! Jupp, ja. Diese Ratte! Aber ich das klingt also, komisch. Nur wenn das für dich okay ist, Bella. Weißt du, ich will ja den nicht, verstehe mich da nicht falsch, ich will ja nur helfen. Mhm. Ja, okay, machen wir. Okay. Aber du sagst das. Ja, ich versuch's wieder irgendwie zu verpacken. Okay. Vielleicht benehme ich mich auch einfach wie ein Arschloch. Das, denke ich mal, wirkt eigentlich am besten. Das wie kann immer. Auf jeden Fall am besten. Ah. Der Penner. Ja, das stimmt. Momentan. Aber Bella, ja. Wenn nicht, dass es so sehr fällt, ich fahre am besten hier vorne raus. Na? Fahre am besten einen großen Bogen. Hab gesagt, ich muss noch Brötchen holen. Ja. Und ja, du am besten die andere Richtung. Ah. Ja, ich fahre bei Raimund lang. Ja, okay, dann passt ja. Ja, gut. Dann. Und ne, fahr vorsichtig bei dem Wetter. Nicht, ja. Dass was passiert. Du auch, okay. Ciao. Jo. Scheiße. Ja? Jo, moin. Jo, was geht? Warum flüsterst du? Weil ich geil bin. Was? Warum flüster ich? Weiß ich nicht. Was hast du? Hör ich gerade. Dauert länger. Ja, ich später nochmal anrufen. Nee. Sag, Miguel, der kommt. Ja, erzähl ruhig. Was ist, wenn wir Dünger woanders herbeziehen? Müssen wir da extra bezahlen oder dürfen wir das gar nicht? Nicht, dass wir es wollen, ist nur eine Frage. Wer hat noch Dünger außer ich? Und das importieren lassen, hatten wir uns überlegt. Importieren, ja. Soll ich dir mal was importieren? Soll ich dir mal so einen roten Pflasterstein zwischen die Zähne importieren? Ach doch mal, ist das überhaupt erlaubt? Mach's doch mal. Nee. Doch, komm. Also ist es nicht erlaubt, muss ich den Friedrichsen fragen. Ja, viel Spaß bei eurer Mission Possible Mission da. Ich muss weiter, tschüss. Tschüss. Scheiße, ey, Jupp. Ganz ehrlich, was hast du das gehört? Da was, ging's ums Haus. Ja, da ging's ums Haus und da haben irgendwelches Geschwafel haben die gemacht und alles. Ja, die haben, ich weiß auch nicht, die haben über irgendwie komische Sachen geredet. Aber das hat sie sich jetzt auch so irgendwie, weiß ich nicht, was wollen die denn sagen? Ich weiß nicht, was sie sagen wollen, aber ich kann dir eins sagen. Meinst du, da geht das ums Haus? Wenn das nicht um, also ich sag dir, es ist mir eigentlich scheißegal, um was es geht. Aber wenn das irgendwas, scheiße, da unten ist Tabella. Wenn das irgendwas, ja, die treffen sich ja heimlich. So. Ey, und der Hafer, ne, der hat den kleinsten Mini-Lörris, den es gibt auf dieser Welt. So. Und wenn der hier, da ist. Ja, jetzt beruhig dich erstmal. Nee! Doch. Der trifft sich heimlich mit Bella. Was soll denn der Käse? Ich hab mich auch schon mal heimlich mit Bella getroffen. Du Schwein! Warum? Tut mir leid, Miguel, da war sie halt eben nicht so gut auf dich zu sprechen. Ich habe sie ein bisschen beruhigt und dadurch seid ihr wieder ein bisschen näher zusammengekommen. Also,
Na gut, aber der war da jetzt. Gibt auch andere Seiten von Geheimtreffen. Naja, okay. Scheiße, wo ist die Bäckerei? Wie kommen wir am schnellsten zur Bäckerei? Wir haben Peter vergessen. Wir stehen da unten. Hier, das ist halt schön. Wo steht der? Bäckerei. Bäckerei? Brauerei. Ja, wir haben... Ich wollte gerade sagen, haben wir eine Bäckerei? Haben wir eine Brauerei? Oh, sau, hast du das ja, eine Brauerei haben wir. Offroad-Skill, Profi. Ja, das macht Brauerei. Der ja, dann rechts. Mhm, bin auf dem Kurs. Der Captain hat den Kurs eingeschlagen. Ich merk's. Ein bisschen okay. Holprig, aber klar. Das ist die richtige Richtung. Aber der LKW ist der absolute Wahnsinn. Weißt du, woran der mich erinnert? Nee. An dieses eine Spiel, kennst du das? Das hast du auch bei dir auf dem PC. Was denn da? Ja, hier, das, wo man mit der russischen Fahrzeuge da durch den Schlamm fährt und so. Och, der Schneerenner hier. Ja, der genau, der Schneerenner. Oh, geil, sag ich dir. Geil. Ja, das ist ein richtig geiles Ding. Mhm. Da gibt's auch so einen. Da gibt's auch so einen? Ja, sogar eigentlich ganz genau denselben. Geil. Ja, pass auf, Jupp, aber ich muss trotzdem rausfinden, ohne Witz, ey, was der mit der Bälle hat, ne? Nicht. Oh, warte mal, der ruft an. Ja? Ja, was ist? Chef? Ja, Miguel McManus hier, was gibt's? Was ist los? Nix, der McManus spricht hier. Miguel. Wer ist ja, da? Ich weiß, aber ich bin's, der Harry Mensch. Ach, Harald, servus. Was ist mit dir los, Chef? Ja, was gibt's? Du hast angerufen. Kannst du mir mal den Jupp geben, bitte? Ist da zufällig bei dir? Du rufst mich an, um Jupp zu sprechen. Alles klar. Hier, Jupp, ist für dich. Ja. Jupp? Ja, Harry? Pass auf. Tu mir einen Gefallen. Bitte nicht das Handy auf laut machen. Ja. Okay, Jupp, pass auf. Ich höre dich. Deine. Na. Gott, ist der dumm. Ich höre dich doch. Nein, Harry, ich hab dich auf also, Reise. Oh, scheiße! Gut. Jupp, ich bin so blöd. Jupp, pass auf. Ich brauch, ja. ich brauch deine Unterstützung und ich brauch vor allen Dingen deinen Beziehungsrat. Mein Beziehungsrat? Ja. Entschuldigung, ich hab nichts gesagt. Kannst du vielleicht mal zum Lädli kommen, wenn's passt? Mahlzeit. Jetzt sofort. Ja, wenn's bei dir reinpasst. Ich bin gerade beim Lädli, weil ich schuf Brötchen. Ja. Und ich müsste mal was mit dir beschwatzen. Ja, gut, alles klar, ich komme. Okay, danke dir. Ja. Hier, Miguel. Ich hab zu spät verstanden, dass du heimlich auf laut gemacht hast, Mann. Du bist auch so ein Trottel. Ja, ich weiß, Mann. Weißt du, was noch trottelischer ist? Was denn? Wir sind hierher gefahren mit null Diesel. Peter! Ja? Wir sind gleich wieder da. Alles klar. Man hört sich. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, wir sehen uns und hören uns heute Abend im Livestream hoffentlich. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, ich reiß den Hachen die Birne ab heute Abend, das könnt ihr wissen. So, und Peter müssen wir noch bedanken. So, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabei. Aber auch wieder. So, na gut, tschüss, ciao, haut rein.